Hallo Leute und herzlich willkommen zum Finale meines Let's Plays von Kingdom Hearts Rechain of Memories. Wie fies ist denn das bitte? Wir haben echt geglaubt, wir hätten es schon geschafft, aber das, was wir im letzten Part besiegt haben, war nur eine Kopie des echten Maluxe, der sich hinter dieser Tür dort versteckt hält. Und ich rechne natürlich mit einem bedeutend schwierigeren Kampf als dem zuvor. Und ja, Repliku ist auch wieder da. Ist nicht mehr länger böse, weil auch er möchte Namini jetzt beschützen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kümmere mich um Namini, versprochen. Solange wir uns an unser Versprechen erinnern, können wir alles meistern. Bist du bereit? Hinter dieser Tür scheint etwas Mächtiges zu warten. Dein Herz kann sogar der Macht Maluxias widerstehen. Ich weiß es einfach. Na, dann hoffe ich mal, dass du recht hast, Namine. Also, es gibt kein Zurück mehr. Du, theoretisch könnte ich wieder zurück, aber warum? Warum sollte ich das wollen? Ich hoffe, ich bin stark genug. Ich bin mit Sora auf Stufe 55 mit 350 Lebenspunkten und insgesamt 1000 Kartenpunkten. Und mein Kartenset sieht halt eben so aus, dass ich mir wieder trotz alledem, weil es sich bis jetzt immer bewährt hat, mir ganz viele Karten so angeordnet habe, dass ich immer mal wieder den Schallschock benutzen kann. Und das relativ häufig hintereinander. Bis ich dann vielleicht mich mal wieder mit Vitaka heile. Und hier habe ich mir noch einen Megatrank reingetan und drei Supertränke und einen normalen Heiltrank und ein Elixier. Und falls es wirklich hart auf hart kommt, dann könnt ihr mir Wechsens Karte wieder den Hintern retten. Automatische Wiederbelebung, sobald die LP auf Null fallen. Dazu kam es im letzten Kampf sogar. Da wird man zum Glück sofort wiederbelebt und dann muss man halt schnell reagieren, dass man nicht nochmal verkackt. Ansonsten habe ich noch, vielleicht nehme ich auch Giafaccini als Karte noch, dass ich sie benutze. Weil die verhindert ja, dass eingesetzte Angriffskarten von Gegnern gestochen werden und Oogie Boogie ist auch ganz nützlich, regeneriert nämlich langsam die Lebenspunkte. Ja, und Spielzeit schon fast 22 Stunden. Nun gut, dann ist es jetzt soweit. Treten wir dem wahren Maluxia gegenüber und hoffentlich auch in den Hintern, damit wir unsere Erinnerung zurückbekommen, damit das hier alles ein Ende hat. Jetzt gilt es also, Sora. Die letzte Schlacht. Bist du bereit? Ich bin noch nicht bereit. Naja, von wegen. Das ist unsere letzte Schlacht. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness! Good. Behold.
be scattered. No good. What? Heal. Prepare. Sink into the darkness. No good. This is it. What? There. Behold. What? No good. This is it. No good. Final. What? Beginning of the end.
everything! Your heart will be scattered! You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No. It will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you.
Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. To remember again, we have to keep exact? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gosh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Naminé. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Naminé. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I could meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Memories links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was.
Kairi! My friends. Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light, it will be ours and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost.
Tja, Leute, das war Region of Memories. Und jetzt haben wir hier natürlich noch einen Ergebnisbildschirm mit den Spielrekorden. Schwierigkeitsgrad Anfänger, ich weiß, das hat eben, wie ich es anfangs schon erklärt habe, mit diesem Kartenkampfsystem zu tun, was ich bis jetzt immer noch nicht so wirklich gut toll finde. Aber das ist mir egal, fürs reine Durchspielen hat das ja völlig ausgereicht, um euch das Ganze mal zu zeigen. So, Fortschritt im Tagebuch beträgt 83%. Soweit ich informiert bin, kann man aber noch nicht einmal 100% auf normalen Wege beim ersten Mal erreichen, weil man da irgendwie nochmal ins Spiel rein muss, um sich noch andere Sachen zu holen, was ich aber nicht machen werde, weil ich daran jetzt nicht wirklich interessiert bin. Mein Kartensammlerrang ist Raritätenjäger. Besiegte Gegner 2740. Besondere Belohnungen 6 von 24. Ich müsste theoretisch, wenn ich das alles andere noch haben wollte, nochmal in die alten Welten zurück und wieder Räume, also solche Belohnungsräume mit einem Schlüssel zur Prämie öffnen, was aber in meinen Augen jetzt auch keinen Sinn mehr macht. Kartenstiche sind mir 2149 gelungen und mein meistgenutztes Spezialmanöver, logischerweise der Schallschock, 365 Mal. Und eine Abschlusszeit von 22 Stunden und 21 Minuten, also kann man sagen, grob 22,5 Stunden habe ich gebraucht. Das geht ja eigentlich und ich muss sagen, dass das Ende, jetzt der Abschnitt, der hat mich sogar nochmal richtig überrascht und fast schon so ein kleines bisschen geflasht, wie der Übergang zu Kingdom Hearts 2 einfach nur mega geil gemacht wurde. Also man hat gesehen, wie Kairi am Strand gestanden hat und sich so ans Herz gefasst hat, jetzt wahrscheinlich an Sora gedacht, wo er abgeblieben ist. Rico hoffentlich auch. Und apropos Rico hat man ja auch gesehen, es war zwar jetzt nicht echt, es war ja Repliku. Da ist Axel nochmal aufgetaucht, also da eben nochmal der Beweis, dass er nicht tot ist. Er ist einfach aufgetaucht, hat Repliku so die Hand hingereicht und dann das Allerbeste überhaupt, dieser Typ, der blonde Junge, dieser Typ, man hat ihn kurz gesehen, wie er da so lang gegangen ist durch Twilight Zaun und in dem Moment, als er sich umgedreht hat, wups, hat es abgeblendet, also war das Bild weg. Das ist so ein geiler Übergang und ja, ihr habt sie jetzt hier alle nochmal sitzen sehen in ihrem komischen Versammlungsraum. Wobei einige Sitze ja schon leer sind, weil wir sie ja besiegt haben. Aber ihr seht, es gibt noch mehr von diesen Typen mit den schwarzen Kutten. Und die spielen ja noch eine sehr große tragende Rolle in Kingdom Hearts 2. Und das will ich natürlich für euch im Anschluss auch nochmal let's playen. Kingdom Hearts 2 Final Mix, der für mich persönlich immer noch beste Teil der Kingdom Hearts Reihe. Wo mein damaliges Let's Play auch 100 Parts lang geworden ist. Das längste Kingdom Hearts Let's Play bisher überhaupt. Wer weiß, ob das Replay noch länger wird oder annähernd so lang. Es wird sich ja in etwa gleich verhalten, aber ich habe da einfach auf das Spiel am allermeisten Bock. Und bezüglich eines Fazits zu dem Spiel kann ich nur noch sagen, ja, wie gesagt, das Kartenkampfsystem finde ich immer noch nicht wirklich toll und ich bin froh, dass es bei dem einen Spiel geblieben ist. Aber das Spiel hat trotz alledem auch seine guten Seiten. Auch wenn jetzt wieder ein bisschen negativ anzugrennen ist, dass ja die ganzen Cutscenes, während man im Schloss des Entfallens zwar schon vertont sind, aber die Gespräche innerhalb der Welten ja nur Textboxen sind. Das finde ich halt sehr schade, dass man da die Sprecher nicht nochmal verpflichten konnte, das auch zu vertonen. Das hätte die Atmosphäre noch ein bisschen verbessert, in meinen Augen. Aber es war trotzdem okay. Die Welten haben teilweise vielleicht auch etwas klein gewirkt, aber es ist an sich, es ist ja ein interessantes Konzept, trotz alledem mit den Karten, dass man sich mit Karten noch neue Räume generiert und dann da so weitergeht. Aber storymäßig ist dieses Spiel echt spitze, muss ich schon sagen, weil es ist ja wirklich ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen Kingdom Hearts 1 und 2. Also man sollte es eigentlich sogar wirklich gespielt haben, um die Geschichte zu verstehen und um auch zu verstehen, warum Kingdom Hearts 2 so anfängt, wie es nun mal anfängt. Und ja, das Ende war jetzt trotzdem noch ziemlich geil, also der finale Kampf gegen Maluxia waren ja zwei Kämpfe, Wahnsinn, seine finale Form hat ja mal mega geil ausgesehen mit diesem riesigen Vieh, was dahinter aufgetaucht ist, das war so krass, aber am Ende hatte er halt doch keine Chance und hat sich aufgelöst, ein richtig dramatischer Abgang, wie sich das für einen Oberbösewicht in so einem Spiel gehört und ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu speichern oder das Spiel zu beenden, naja, eigentlich möchte ich ja speichern, ne? Ich möchte ja gerne speichern.
So, Information. Du kannst deine Abschlussdaten speichern, um im Titelmenü den Rico-Modus freizuschalten? Was? Dabei wird dein Spielstand direkt vor dem Finale erstellt. Was? Was zur Hölle, was ist denn ein Rico-Modus? Jetzt sag nicht, ich kann das Spiel auch als Rico nochmal spielen? Was? Ernsthaft? Leute, wow. Das ist aber eine heftige Überraschung. Rico-Modus. Wie geil ist das denn bitte? Das muss ich unbedingt zeigen. Das wird doch jetzt nicht nochmal dasselbe sein. Das ist doch der... Alter! Wie geil! Rico-Modus. Tja Leute, das Let's Play ist noch nicht vorbei. Zu früh gefreut. Wie geil ist das denn bitte? So. Ja, dann... speichern natürlich. Ich sag trotzdem Tschüss. Also... Danke fürs Zusehen an sich. Ich muss... wo muss ich denn jetzt? Hier am besten. Ich überschreibe jetzt einfach mal das hier. Und das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder im Hauptmenü. Wir sehen uns wieder. Das Let's Play geht weiter. Mit Rico. Ich fasse es nicht. Man kann als Rico spielen. Leck mich am Arsch, ist das geil. Ob ich das wirklich so geil finde, wird sich gar noch herausstellen. Aber oh mein Gott, das heißt, ich werde mit Rico auf Stufe 1 anfangen müssen? Dann alles wieder von vorne? Oh weia, da kann ich ja wieder leveln. Oh Mann, das wird sicher übel. Aber sei es drum. Also, danke fürs Zusehen und das Let's Play geht weiter im nächsten Part von Region of Memories. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Part. Ja, zu früh gefreut, von wegen Finale. Vielleicht Finale von Soras Geschichte, das ja. Aber Ricos Geschichte, die fängt erst an. Und zwar im nächsten Part von diesem Let's Play, was eben noch nicht vorbei ist. Jetzt habe ich hier noch schön so eine goldene Karte neben Castle Oblivion stehen bei meiner Speicherdatei, das quasi noch ein Beweis dafür ist, dass ich Soras Geschichte abgeschlossen habe. Aber jetzt ist Rico! Wie geil ist das denn bitte? Du kannst ja noch als Rico zocken, ich werde bekloppt. Und ich dachte, der wäre sonst nur spielbar in Dream Drop Distance, aber hier auch. Das ist einfach heftig. Also, wie gesagt, das Let's Play ist doch noch nicht vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, direkt im Hauptmenü. Und dann zeige ich euch den Rico-Modus. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Also... bis dann, macht's gut. Tschüss.